Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pressegespräch vor dem Spiel unserer Mannschaft am kommenden Samstag in der AWD Arena gegen den VfL Wolfsburg, unseren Nachbarn hier in Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass Sergio Pinto heute aus dem Kader da ist. Sergio, zunächst mal an dich die erste Frage, die natürlich alle hier im Raum, denke ich, bewegt. Wie fährt der neue VW? Gut. Fühlt sich gut an. Schnell genug? Ja, das ist er. Okay. Ihre Fragen. Mich würde mal interessieren, wie man das als 96-Profi wahrnimmt, dass Wolfsburg in der Winterpause jetzt so viele Spieler eingekauft hat. Und möglicherweise ist es auch schwer, sich auf einen solchen Gegner einzustellen, wenn man gar nicht weiß, wer wie spielt. Ich denke schon, dass er drinnen sich was einfallen lässt. Und zweitens kommt uns das vielleicht auch zugute, weil die können ja auf gar keinen Fall eingespielt sein. Und ich meine, die müssten zu uns kommen. Und die brauchen die Punkte, damit sie von unten wegkommen und werden sicherlich nach vorne spielen wollen. Und das legt uns dann wieder, also spielt uns dann wieder in den Karten. Ihr habt zwei Spiele verloren, wo ihr durchaus auf Augenhöhe wart, aber so der letzte Tick gefehlt hat, um ein oder mehrere Punkte mitzunehmen. Was grundsätzlich macht die Hoffnung, dass ihr diesen Dreh wieder bekommt und zum dritten Mal in dieser Saison, glaube ich, nach zwei Niederlagen am Stück wieder einen Dreier folgen lassen könnt? Der Unterschied zu den Niederlagen zuvor war es, dass wir auf Augenhöhe waren. Und zum Beispiel, ich kann mich gut daran erinnern, dass wir 4-0 in Hoffenheim verloren haben. Da hatten wir ja nicht den Hauch eine Chance. Dann gegen Borussia Dortmund zu Hause hatten wir auch keine Chance. Und das ist ja, jetzt verlieren wir die Spiele, aber wir sind mindestens gleichwertig. Und das stimmt mich sehr, sehr positiv in die Zukunft. Die letzten 6 Spiele habt ihr gegen Wolfsburg allesamt verloren. Wie müsst ihr diesmal auftreten, damit es anders ausgeht am Samstag? Ja, wir müssen auftreten, wie wir in der Hinrunde aufgetreten sind. Mit Selbstvertrauen und mit hundertprozentiger Geilheit, die Tore zu machen. Das, was uns jetzt ein bisschen abhandengekommen ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass am Samstag wieder der Fall sein wird. Hannover 96 hat jetzt 2 Spiele in Folge verloren. Jetzt das dritte Spiel. Ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Schlüsselspiel, dass man dieses dritte Spiel jetzt nicht verlieren darf? Weil sonst droht doch so ein bisschen, ich will auch nicht sagen der freie Fall, aber doch so ein bisschen der Absturz in die, sag mal, die Ränge, wo man Hannover auch eher erwartet? Nein, ich denke nicht. Also wir brauchen ja gar nicht mit Angst ins Spiel zu gehen, sondern wir müssen unser Spiel durchziehen. Und das werden wir am Samstag tun. Jetzt Angst vor, das durchgereicht zu werden, das glaube ich erste. Und man fühlt es auch nicht in der Kabine. Im Hinspiel hat Diego wieder ein bisschen Theater gemacht. Ist das speziell gegen ihn zu spielen? Worauf muss man da achten, wenn er auf dem Platz ist? Man muss nicht auf Diego achten, man muss auf Wolfsburg achten. Und ich wusste schon, dass diese Frage kommen wird. Aber Diego ist eine von 11. Und Diego alleine kann die Spiele nicht gewinnen, glaube ich. Also der braucht schon seine Mitspieler und das ist vielleicht der Unterschied von Wolfsburg zu uns. Wir sind eine Mannschaft und das war letztens bei Wolfsburg nicht zu sehen. Sergio, du hast gemeinsam mit Martin Lanig vom 1. FC Köln die meisten gelben Karten von allen Bundesligaspielern gesehen. Hast du deine Spielweise geändert oder wird das nur so von außen so wahrgenommen, dass du ein neues Image bekommen haben könntest? Was habe ich dir für ein Image? Naja, der aggressive Sechser, der viel in Zweikämpfen aktiv ist. Also kein negatives Image, aber die Anzahl der gelben Karten, die könnte ja eventuell darauf hindeuten, dass du ein anderes Image hast, dass du auch vielleicht von deinen Gegenspielern anders wahrgenommen wirst. Ist das vielleicht so? Vielleicht ist es so, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass ich zum Beispiel eine gelbe Karte in Hoffenheim bekommen habe, wo ich zum Schiri gesagt habe, zum Beispiel, ich rede nicht mit Ihnen und dafür kriege ich gelb. Oder ich kriege eine gelbe Karte in Nürnberg, wo der Schiri sagt, ich habe mit dem Ellbogen nachgeschlagen und es stimmte gar nicht. Und der Gündogan hat zum Schiri gesagt, das stimmt gar nicht. Und der Schiri hat gesagt, ja, ich habe es eben entschieden. So ist es jetzt eben. Da sind schon mal 2, dann hätte ich nur noch 5, dann wäre ich ja ganz unten auf der Liste. So ist es. Ich spiele ziemlich aggressiv, aber nicht unfair. Und
Das ist nämlich, also ich spiele für unsere Mannschaft, ich will jeden Zweikampf gewinnen und manchmal kommt man auch mal einen Schritt zu spät oder sieht eine Grätsche blöd aus oder hart aus, aber es ist nicht so, dass ich irgendjemand verletzen will. Also ich will nur den Zweikampf gewinnen, damit, also für unsere Mannschaft. Niedersachsen-Derbys machen ja immer Spaß, besonders den Fans und auch der Presse. Macht Ihnen so ein Niedersachsen-Derby auch mehr Spaß als ein anderes Spiel? Nein, also Derbys sind Derbys her, das ist ein Bundesligaspiel und in der Regel machen mir die Bundesligaspiele sehr, sehr viel Spaß und dann nehme ich jetzt, ob es Bayern München ist, HSV oder so, das spielt jetzt in meinem Kopf keine Rolle, sondern geht es wieder um 3 Punkte und die 3 Punkte möchte ich sehr gerne hier behalten. Es gab um deinen Kollegen Christian Schulz zuletzt ziemlich hartnäckige Gerüchte um einen baldigen Wechsel nach Wolfsburg. Glaubst du, dass es für ihn ein besonders schwieriges Spiel wird? Nein, glaube ich nicht. Ich meine, Christian ist Profi genug. Ich weiß nicht, ob der, wenn das der Fall sein sollte, dass er nach Wolfsburg wechselt, dass es der richtige Schritt für ihn wäre. Weil ich meine, der hat hier alles. Wir spielen diese Saison sehr erfolgreich Fußball. Der hat eine sehr, sehr homogene Mannschaft. Fast alle sprechen bei uns Deutsch. Ich weiß nicht so, ob es in Wolfsburg der Fall ist. Und die Stadt Wolfsburg an sich ist nicht gerade wunderschön. Also ich aber auch nicht hässlich. Ja, schön ist es nicht. Also, ist ja keine Stadt, das ist ja VW. Man könnte ja auch Volkswagen. Ja, VW ist aber sehr hübsch. Ja, stimmt. Aber ich meinte ja damit die Fabrik. Okay. Also das, was rauskommt, ist gut. Ja, allerdings. Na, ich würde mich freuen, wenn der Christian hier verlängern würde. Wenn man so sieht, wie viel Geld Wolfsburg investiert hat in der laufenden Saison und mit welchen Mitteln Hannover 96 erfolgreich Fußball spielt, erfüllt das Sie auch so ein bisschen mit Stolz, dass Sie letztendlich als Mannschaft 11 Punkte vor dem VfL Wolfsburg stehen, obwohl die ganz andere finanzielle Mittel zur Verfügung haben? Ja, es spielt alles eine Rolle. Ich meine, ja, man kann ja wahllos einkaufen, klar. Nur, man hat ja gelesen, dass der Trainer in der Kritik stand und man wusste nicht, ob der jetzt weitermacht. Und auf einmal lohnen sich 5 Spieler oder 6 Spieler. Ist da eine Strategie dahinter? Ein Konzept? Weiß ich nicht. Also ich weiß, dass bei uns alles sehr genau organisiert und alles genau geplant wird und deswegen irgendwann kommt auch Erfolg. Und wenn man hart arbeitet, ich meine, wir arbeiten jeden Tag sehr hart im Training, wir tun alles für den Erfolg und irgendwann wird es auch belohnt. Es fing schon letzte Saison an mit den letzten Spielen, dass wir sehr erfolgreich gespielt haben und es zieht sich jetzt fort in diese Saison und wenn wir so weiter arbeiten, alle zusammen, dann werden wir auch weiter Erfolg haben. Andreas? Würdest du so überspitzt gesagt das unterstützen, wenn man sagt, hier ist eine Mannschaft, also ihr 96, und da ist so eher eine wahllos zusammengekaufte Truppe, ist es das, was du sagen wolltest? Nein, das hast du gesagt. Also, ja, ich meine, wie viele Spiele haben die im Kader? Was kosten die alle? Und ist kein Erfolg da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die da für Ideen haben. Also ich kann dir nur sagen, was man so hört, was ich so gelesen habe. Und das ist, ja, ich denke mal, die versuchen alle mit allen Mitteln, damit sie nicht weiter unten reinrutschen. Aber da müssen sie in 2 Wochen wieder damit anfangen, weil am Wochenende wird es schwer. Sergio, wenn man deine Saison so verfolgt hat, abgesehen vom sportlichen Erfolg mit der Mannschaft, war es ja auch so die Saison der kleinen Wehwehchen, Blessuren, zuletzt Magen-Darm-Grippe, kleiner Rückfall. Wenn man dich jetzt so sieht, blendend drauf, nichts gelesen die Woche, also könnte man vermuten, dass du jetzt restlos fit bist. Ja, das ist das zweite Spiel, wo ich schmerzfrei spielen könnte. Aber ist das dann noch ein geileres Gefühl, sage ich jetzt mal, mal ohne Zwicken, ohne irgendein Grummeln im Magen auflaufen zu können? Und kannst du dann vielleicht, unabhängig davon, dass du ja oft auch schon trotz Wehwehchen 100% und mehr rausgeholt hast, 130, 140 abrufen? Das gibt es ja nur 100%. Nein, also ich werde spielen wie immer. Versuchen der Mannschaft dabei zu helfen, die 3 Punkte hier zu behalten.
und in jeden Zweikampf reingehen und mehr auch nicht. Also ich kann meine Bewegchen manchmal sehr gut abblenden und das ist auch gut so. Diego hatte für den Fall, dass er ein Tor schießt, einen Schnullerjubel angekündigt. Was kannst du ankündigen für einen speziellen Jubel, falls du triffst? Nichts Besonderes. Vielleicht fällt mir noch was ein. Lass dich überraschen. Gut, keine weiteren Fragen von Ihnen. Dann vielen Dank, Sergio. Sehr gerne. Für die klaren Worte noch ein paar allgemeine Angaben zum Spiel am kommenden Samstag in der AWD Arena. Wir rechnen mit etwa 38.000 Zuschauern. Damit ist natürlich noch deutlich Platz bei uns in der AWD Arena. Das heißt also, es gibt noch deutlich Karten zu kaufen, auch am Samstag natürlich an den entsprechenden Kassen. Die Tageskassen öffnen ab 11 Uhr im Fanshop und ab 13 Uhr an den normalen Kassen. Trotzdem sind diese 38.000 Besucher, Zuschauer in der AWD Arena beim Spiel gegen Wolfsburg deutlich über dem sonstigen Schnitt. Der liegt nämlich bei 34.250 und nur im Jahr, als Wolfsburg Meister wurde, war es hier bei uns ausverkauft damals. Aber ansonsten ist der Schnitt eben unter diesen 38.000. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn noch viele kommen, denn die AWD Arena war ja gerade in den letzten Wochen immer wieder Garant und Monaten Garant dafür, dass das hier sehr unterhaltsame Nachmittage waren. Ich kann mir vorstellen, gerade am Wochenende soll es auch ein bisschen milder wieder werden. Von daher ist das sicherlich ein Ausflugsziel für Fans, aber auch die, die so am Rande nur mit Fußball zu tun haben. Die Bilanz habt ihr ja gerade eben selber schon einmal kurz erwähnt. Hier der Kollege Augustin konnte uns die ja leider nicht vorenthalten. 6 Niederlagen in Serie gegen den VfL Wolfsburg. Das ist natürlich nicht so schön von uns. Ansonsten gilt aber in den bisherigen Heimspielen in der Bundesliga und in den anderen Ligen gibt es eine gute Bilanz gegen den VfL Wolfsburg. 10 Heimsiege, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen. Die wollen wir fortsetzen jetzt, diese Positivserie, die wir da zumindest haben, die allerdings auch schon seit 1954 gilt oder irgendwie. Also hat ein bisschen Historiencharakter. Wir freuen uns bei Hannover 96 darüber, dass die Stadt Hannover uns einmal mehr besonders nicht nur unterstützt, sondern auch begleitet. Denn wir werden in künftigen Heimspielen eine besondere Beflaggung in der Stadt Hannover haben. Vielen Dank dabei an die Hannover Tourismus- und Marketinggesellschaft, dass sie uns die entsprechenden Fahnenmasten zur Verfügung stellt, sodass wir in den nächsten Tagen bei den Heimspielen immer ein besonderes Hannover-Flair hier für unsere Gäste auch gleich zeigen können. Am Maschsee, am Bahnhof und an den U-Bahn-Haltestellen rund um das Waterloo-Gelände ist es so, dass da besondere Beflaggung mit Hannover 96-Flaggen dann vorherrschen wird. Vielen Dank an dieser Stelle eben an die HMTG für die Unterstützung, für das Miteinander. Und schon ein Hinweis, der ein bisschen in den Frühling reingerichtet ist, aber bei diesen Temperaturen kann man das ja vielleicht langsam schon mal tun. Wir veranstalten am 27. April unseren traditionellen Talentetag bei Hannover 96. Wir werden dort Nachwuchskicker sichten, und zwar aus den Jahrgängen 2000, 2001 und 2002. Das geschieht durch unseren kompletten Ausbilderstab und die Trainer der 96 Fußballschule. Also dieser Tag ist ganz wichtig für die Nachwuchsspieler. Seit vergangenen Dienstag kann man sich bei uns über die Internetseite des Nachwuchsleistungszentrums für diesen Talenttag anmelden. Und die Teilnehmerzahl ist auf 50 Teilnehmer begrenzt, plus 5 Torwarte, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, der Anmeldeschluss ist Sonntag, der 27. März. Vielleicht ein Hinweis für die jüngeren Leserinnen, Hörerinnen, Zuschauerinnen, dass eben dieses Jahr dieser Talentetag bei 96 am 27. April stattfindet und freuen uns da auf eine rege Teilnahme. Freuen uns natürlich auch auf den einen oder anderen, der dann aus diesem Nachwuchsbereich bei uns Fuß fassen wird. So, dann warten wir jetzt auf Mirko Slomka, der wird weitere aktuelle Informationen zum Kader geben.